So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, mein Test. Ich glaube, wir sind mit dem Gebäude erstmal gleich, damit wir auf, ne, auf einheitlichem Level hier sind. Das heißt, du kommst weg. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Hier würde ich jetzt nicht so sehr offen machen, weil es hier auch weniger zu sehen gibt, dadurch, dass überall die Berge hochgehen. Ne, hier hat man hinten immer relativ weite Aussicht, da lohnt sich das schon eher. Ich meine, wir können hier natürlich trotzdem... Gute Frage, eigentlich könnte man hier trotzdem größere Fenster reinmachen. Ah, ich mach's mal andersrum. Also hier kommt auf jeden Fall eine geschlossene Wand rein, klarer Fall, weil hier ist wieder Innenseite, so, da gibt's nicht viel zu sehen. Ach da. Alter, wenn hier alles weiß ist, fehlt voll der Kontrast. Der weiß ja gar nicht, wo Blöcke sind und wo nicht. Voll ihre Obst, das war schon allzu weit. Voll irritierend. Ja, hallo? Axt. Wo ist meine Axt im Walde? Da. So. Aber hier machen wir jetzt offenes Fenster hin, weil hier hat man auch eine schöne Aussicht, genauso wie man hier ein Fenster hin machen kann. Ich meine, gut, andererseits, wenn hier die Bäume weg sind. Nee, glaube ich, dass hier trotzdem, oder? Boah, schwere Frage. Also die beiden Fenster mache ich auf jeden Fall groß. Hier hat man einen schönen Ausblick. Das bietet sich auf jeden Fall an. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Ja, ich glaube, ich mache die Seite trotzdem doch auf, auch auf. Ja, komm, kann ich mal raus. Dann einmal so. So, hat man hier drei große Fenster, die offen sind und dann, hinten ein Oberlicht. Also, es sind eigentlich keine Oberlichter, Oberlicht ist ja eine Decke. Aber keine Ahnung, also halt so eine kleine Fenster, die halt überhalb der Sichtgrenze sind, sodass halt nicht rausgucken kannst, aber trotzdem Licht reinkommen kann. Ne? Keine Ahnung, wie man die Dinger nennt. Die Fenster, bei denen man nicht rausgucken kann, aber wo Licht reinkommen kann. Jetzt neu, in Schwarz erhältlich. Oder so ähnlich. Genau, hier kommt wieder komplett zu. Eigentlich könnte man das jetzt sogar... Nee. Ich wollte gerade sagen, einfach hier die innere Wand weglassen, sodass der Raum einfach dadurch einfach breiter wird, aber es macht dann wahrscheinlich die Innenarchitektur wieder so kacke. Komm ich mal bitte hier rauf, danke. Das war ja schon gerade persönlich. Ey, das auch. So. Haben wir eine Baumstelle dabei? Haben wir. Oh, nee, oder auch nicht. 60 dürfte nicht reichen. Haben wir noch Baumstämme? Sind noch keine neuen gewachsen. 10 haben wir, aber wow, das bringt echt voll viel. Warum wachsen die Dinger nicht so schnell? 3 sind gewachsen, das ist doch ein Witz. Los, wir brauchen Bäume. Baumalarm. Wie viele Schäfchen überall rumrennen.
Weil es sind immer nur drei. Hier sind mal drei. Dann waren es jetzt vorhin da drei, aber das sind jetzt keine mehr. So sehe ich gerade keine. Kann sein, dass sie alle hinter Maus sind. Und jetzt sind hier wieder drei, aber jetzt hier auch weiße. Achso, die, oder ich bin einfach nur weg. Das, ja, eben. Die ploppen relativ schnell out of existence. Aber oh, wow. Das sind nämlich jetzt sogar schon fünf. Lecco mio. Das haben wir immer wieder fast 100 Bäume. Das könnte ja schon fast reichen. Haben wir eigentlich Erde dabei? Haben wir 7 Stück aber gerade mal. Nehmen wir noch ein bisschen Erde mit hier. Du kommst da rein. Dann nehme ich den ganzen Stack mit. Dankeschön. Was haben wir für Gras, Alter? Ich weiß, Gras ist mittlerweile legal, aber musst du ja nicht immer dabei haben. So. Hier bist du mal vollkommen falsch. Ich pack dich mal lieber da rein. So, wir könnten doch mal ein paar Leitern bauen, weil können wir es einfach hochleitern. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, als hier die ganze Zeit irgendwelche Treppen aus dort zu bauen. Denn langsam wird es dafür nämlich ein bisschen sehr hoch. Von daher lieber ein paar Leitern. Das macht, denke ich, mehr Sinn. Let's go. Können wir mich einfach hier welche anklatschen und schon kommen wir ganz gemütlich ganz nach oben. Tada. Das macht die Sache doch viel einfacher. So. Achso, ich bin schon wieder hungrig. Oh. Ich glaube, der hat irgendwie gerade nicht registriert, dass ich die Sprinttaste losgelassen habe. Bin ich ja gerade ordentlich runtergeflogen vom Haus. Holy Wackamauli. So, jetzt mal hier den Dirt überall abbauen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Gucken, ist hier noch irgendwo Dirt? Ne? Da ist noch einmal Dirt. Ist da auch noch irgendwas? Ne. Hier ist noch Dirt. Achso, wir müssen mal gucken. Wir hatten ja vorhin die Auswahl irgendwo Dirt abgebaut. Oder? Ah ne, war schon offen. Ah, okay. Ja, doch, hier war schon offen. Okay. Gut. Dann hoch auf die Leiter und hoch hier. So. So, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Können wir jetzt eigentlich schon direkt anfangen, die nächste Decke einzuziehen und dann darunter, weil wir brauchen erstmal eine Decke, damit wir dann darunter die ganzen Slabs platzieren können. Oh, Holz! Hier sind ja gar keine braunen Stellen. Was ist denn da los? Warum ist hier eigentlich ein Blatt? Achso, was hast du da? Komische Pflanze gehört. Das dachte, gehört zu einem von den Bäumen. So, das heißt, wir brauchen jetzt eine neue Farbe. Mal gucken, was es noch so für schöne Farben gibt. Bei die Wood. Ich meine, man könnte natürlich auch sowas Helles wie Weiß machen, aber da unser Haus so schon so weiß ist,
weiß ich nicht. Das sieht nicht gut aus. Schwarz passt, ist ein super Kontrast zum Weiß. Gibt nicht doch so andere schöne Farben. Oh, muss ich aber ordentlich durchklicken hier. Also ich hätte jetzt all die ganzen Rosatöne. Blau. Nee, blau passt mir nicht so sehr zum Weiß dazu. Höchstens vielleicht so ein schönes Grün oder hier so ein Cyan. Also weiß ich jetzt sowas hier vom. Das könnte man natürlich machen. Fancy and die, genau. Mal kurz, haben wir hier nochmal? Haben wir ja genau die Webseite haben wir noch. Sticht mich hier. Ich hatte halt sowas hier überlegt, ne? So ein schönes Naturgrün, sag ich mal. Man könnte natürlich auch gucken hier bei den Cyan-Tönen. Aber es wäre, wie verkauft irgendwo diese richtige Übersicht? Genau hier. Die schöne Übersicht. Ich würde schon hier so um bei den Pastellfarben bleiben. Das macht schon eher Sinn. Weil es einfach zu dem weißen Haus an sich passt. Frage ist, wie gesagt, nehmen wir hier so ein Grün, so ein Cyan. Oh, oder Geniestreich des Jahrhunderts. Ja, Digga, das wird's. Wir nehmen mehrere Farben und machen aus den Mustern ein Muster. Ein Muster im Muster. Ein gemustertes Muster. Ich hoffe, es ist nicht ausgemustert. Okay. So. Das heißt, wir brauchen. Wenn wir viel mischen dürfen. Welche Farben nehmen wir denn? Also ich würde auf jeden Fall Rot, Grün und Blau nehmen. Aber drei Farben. Doch, könnte man machen. Man macht einfach mal so schräg. Ha. Der muss ich mit dem. Schauen wir uns mal im Kreativmodus an, wie das Ganze aussehen würde. Ob es uns die Socken vom Höschen reißt oder nicht. Machen wir ein bisschen hier. Hier ist gerade ein bisschen Platz. Wood. Würden sie ein bisschen Wut nehmen? Wir müssen natürlich auch durchklicken. Selbst der Atem ist davon nicht verschont. Weißt du was? Wir können aber anders machen. Die. So, suchen wir uns mal hier ein paar schöne Farben aus. Also auf jeden Fall, wie gesagt, Rot, Grün. Ich würde sogar fast das Blau nehmen, ne? Müssen wir mal gucken, was mit dem Weiß kombiniert am besten aussieht. Das oder das? Oder ob das ja nicht zu weiß wird. Wir können natürlich auch noch gucken, dass wir tatsächlich, oder wir machen wirklich einen Regenbogen. Brauchen wir aber sehr viel verschiedene Farben. Oh, das wird richtig agro Berlin Scheißhaufenmuggel. Wie gesagt, wir haben mir jetzt eigentlich überall nur eingegeben. So kann man doch gar nicht testen. Ihr Schweine! Gib mir Farben, ich brauche Farben. So, jetzt nämlich folgendes. Es passt mal auf. Ja? Man kann ja immer nur zwei machen, ne? Drei geht. Oh, es geht sogar drei. Stimmt, bei Dunkel ging nur zwei, oder? Mal gucken hier. Bei Dunkel war es ja, dass nur zwei ging, ne? Genau, da gibt es keine drei. Jetzt gibt es das. Und dann gab es noch das. Und da gab es doch noch irgendwas Besonderes, wo man irgendwie weiß und schwarz hat, oder? Ach nee, das war... Genau. Okay, also es gibt zwei Dunkeltöne. Nee.
Genau, doch, es gibt zwei Dunkeltöne mit einmal schwarz und zweimal schwarz. So rum, genau. Und dann gibt es aber vier Helltöne. Mit einmal weiß und dafür zweimal Farbblöcke, also Verhältnis von 2 zu 1. Dann gibt es 1 zu 1, 1 zu 2 und 1 zu 3. Das heißt, wenn wir jetzt das und das hier wegnehmen und dann das hier so machen, gibt es halt auch nochmal, ne? Ist nochmal ein bisschen dunkler als das hier. Und das dann halt heller und noch mehr. Wobei das nicht wirklich heller ist. Und dann, ja, sieht komisch aus. Frage ist halt, welche Farbe nehmen wir? Nee, das ist so dunkel. Das sieht eigentlich schon ordentlich aus. Das sieht irgendwie schlecht. Das sieht irgendwie so komisch aus. Ist es nur bei dem Rot so oder allgemein so? Ah, nee. Beim Gelb wirkt es besser. Beim Blau auch. Okay, ist also wirklich nur, dass es beim Rot so komisch aussah. Wenn wir jetzt nochmal nehmen. Ich würde wirklich. Weiß die Frage, nehmen wir jetzt das oder das? Das ist mir noch fast ein bisschen zu dunkel. Also den also doch das mit den drei Dingern. Wir können mal ein bisschen mischen. Wir können mal ein bisschen rumprobieren. Dazu brauchen wir. Boah. Alter, das wird ein Gemische, ey. Holy shit. Das wird ein Monster. Also, wir nehmen. Das. Das. Ich packe es mal so, so. So hin. Haben wir schon mal blau. Weg damit. Ich brauche mal ein bisschen Platz zum Arbeiten. So, rot mit einmal. Brauchen wir zwei von. Oh, wir haben eins vergessen. Nein, wir werden alle sterben. Danke. Damit haben wir schon mal die Grundfarben. Weg damit, weg damit. Jetzt brauchen wir Wood. Gib mir mal da. Wo ist denn das ganz normale Holz? Gib mir mal davon 4 Stacks. Dankeschön. So und so und so und so. Okay. So. Wir können natürlich auch ein super komplexes Muster machen, fällt mir gerade mal ein. Ja. Und zwar, dass wir nicht nur Einhelligkeitswert nehmen, sondern wirklich genauso wie wir jetzt hier machen, dass der Boden halt nicht so einen Farbverlauf in die eine Richtung,
sondern auch einen Helligkeitsverlauf in die andere Richtung hat. Das wäre komplett Brainfuck. Aber es würde vielleicht doch ganz geil aussehen. Oh, halt, muss ich ja wieder wegwerfen. Wobei man natürlich jetzt auch sieht, warum es nochmal eine Zwischenstufe gibt, weil der Unterschied zwischen den beiden schon echt hart ist. Also, dass es da eine Zwischenstufe gibt, macht durchaus Sinn. Oh Mann, Alter, das ist... Das ist jetzt wirklich der Fluch vom Creator-Server. Du kannst hier halt Stunden drinne verbringen. Ob das für ein Let's Play so sinnvoll ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich glaube, ich bin immer noch im Fenstermodus. Bildschirmmodus. Jetzt bin ich im Fenstermodus. Ich habe gewundert, warum die Maus gerade so ein bisschen hinterherhängt. So ein bisschen. Not responsive ist. So, haben wir doch schon mal. Ich würde wirklich fast wirklich die Farm hier vorziehen. Das ist mir schon zu kräftig. Tatsächlich. Übrigens sind die Reihenfolge komplett für den Arsch. Was mache ich eigentlich gerade für eine Scheiße? Oh Mann. Erstmal hier die Fragmentier. Nee, was mache ich hier gerade? Da kommt der Humbug. Das muss doch dahin. So, dann kommt nämlich Grün. Jetzt kommt nämlich Cyan und die beiden müssen auch ausgetauscht werden. Jetzt haben wir den Ringbogen. So. Meine Idee ist jetzt folgende. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, passt. Ja, siehste, mit dem Farm ist es definitiv zu bunt. Das sieht ja aus wie ein Kinderspielplatz. Und wir haben Rosa vergessen. Ups. Ah ja. Gut, wie gesagt, das ist sowieso raus. Das ist zu bunt. Das kannst du nicht machen. Von daher fällt das jetzt eh raus. Ah, das soll ich vielleicht nicht mit dem Atemschwert machen, weil das hat eine viel zu weite Range. Machen wir mal mit Rainbow. Dann brauche ich aber eine Axt. So, also das ist schon mal gestorben. Die Dinger sind schon mal definitiv zu dunkel. So ist korrekt. Doch, das sieht schon mal wesentlich besser aus. Die Farm nicht ganz so super dominant, ist aber immer noch sehr deutlich und damit schon fast ein bisschen zu heftig. Natürlich, wir können hier schon Farbverlauf machen. Indem wir jetzt das Ganze hiermit fortsetzen.
Okay, jetzt würde ich den mal ganz mal gucken, Unterschied. Ich meine, wenn man weiß, wo die Grenze ist, weiß man auch ganz, also sieht man auch so ein bisschen, dass das ein bisschen blasser ist als das, aber wenn du so auf den, nicht wüsstest, wo die Grenze ist, auf den ersten Blick würdest du keinen Unterschied erkennen. Gut, beim Gelb sieht man schon sehr stark, beim Rot auch. Beim Lila nicht wirklich, gut, beim Blau siehst du es auch sehr stark, beim Cyan siehst du es gar nicht, beim Grün sieht man es auch gar nicht. Achso, ja, weil ja auch gar kein Unterschied ist. Da ist ja das andere Grün. Ich sag, beim Cyan erkennst du gar keinen Unterschied. Ah. Und jetzt zum Schluss, den letzten. Digga, ist ja voll Kinderspielplatz gerade. Haha, nice. Wo jetzt? Rot ist da. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich hätte ganz so eins nach links bauen müssen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Problem ist, ich kann jetzt nicht abbauen, weil sonst gehört die Wall gar nicht mehr auch nichts. Egal. Dann ist der eine halt nicht da. Ist ja auch egal. Hier ist es jetzt hier, richtig? Ja, müsste. Hoffe ich. So, damit haben wir alles da. Okay, das hier sieht schon sehr, sehr blass aus. Aber nicht schlecht. Hey, chill, Bro. Ich würde also wirklich fast sagen, wir nehmen die letzten. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden, ob wir die letzten oder die nehmen. Also, ne? Die mit 3 weiß oder die mit 2 weiß. Kann ich gerade nicht wirklich. Die hier sehen fast schöner aus, wirken aber zu kräftig. Wirken zu kräftig. Ich glaube, wir nehmen die letzten, doch. Ich glaube, wir nehmen die letzten. Wir können noch mal ganz kurz hier, warte mal kurz. Gib mir mal ein paar weiße, bitte kein Lightstone, dass wir jetzt. Dann halt die guten Silver Sandstone, ist ja auch das, was wir tatsächlich nutzen. Jetzt wahrscheinlich wir voll die Let's Play Hütte. Auch geil. Und machen wir einfach mal hier einen weißen Rahmen drumherum, damit wir ein bisschen mehr so das Farbfeld des haben, was wir dann später auch in der Wohnung haben. Oh. Ja, ein bisschen auch nochmal zu, weil das was hier braucht eh keiner. Können wir komplett zumauern. Puh, was zur Hölle mache ich hier gerade? Digga. Hätte ich mich einfach irgendwie draußen eine freie Fläche suchen können? Ja, doch, also jetzt mit dem Weißhintergrund wirkt das hier auf jeden Fall besser als das. Das in der Mitte wirkt auch schon zu kräftig. Also wir nehmen auf jeden Fall das hier, das letzte. Ja. Mhm. Aber sowas von. Ja, jawohl, ja. Ja. Mhm. Gut. Aufräumarbeiten machen wir. Können wir morgen noch machen. Also von daher, bis morgen.